Du Eddie, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Hä? Was soll das? Aufs Maul! Da kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann klatscht es. Moinsen, ich bin Odi, 39 Jahre alt und betreibe diesen YouTube-Kanal seit dem 25.11.2017. In dieser Zeit habe ich über 2300 Videos produziert, wobei ungefähr 70% sich um Rast handelt. Aber nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Twitch bin ich präsent. Nun aber genug von mir, erstmal ein paar wichtige Infos. Solltet ihr irgendein bestimmtes Thema suchen im jeweiligen Guide, dann gibt es unten in der Videobeschreibung Timesteps. Timesteps sind, wie der Name schon sagt, Zeitstempel, indem ihr direkt zu dem gewünschten Thema springen könnt, wenn ihr es anklickt. Zusätzlich habe ich für euch noch einen QR-Code angefertigt, den ihr mit eurem Handy scannen könnt und direkt zu der Playlist geführt werdet. Aber es gibt noch mehr zu entdecken in der Videobeschreibung, unter anderem, wo ihr mein Discord findet, meine gesamte Hardware und Social Media. Natürlich können auch immer wieder Fehler passieren, also solltet ihr irgendwas bemerken, was doch nicht richtig ist, was ich da erzähle, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Naja, und im besten Fall eventuell auch gleich mal die Berichtigung. Und solltet ihr Wünsche haben für andere Guides, bestimmte Themen oder so, dann auch bitte diese unten einfach reinschreiben. Nun haben wir aber genug geredet, los geht's mit dem Video. Bevor wir das Video starten, werden wir erstmal eine kurze Einführung durch das Monument durchlaufen. Um das Puzzle auf dem Airfield zu machen, benötigt ihr eine Fuse, eine blaue Karte und eine grüne Karte. Unten im Puzzle werdet ihr dann eine rote Karte erhalten. Die möglichen Crates auf dem Airfield sind Basic Crates, Military Crates und Essenskisten. Als Hilfsmittel werdet ihr finden zwei Schredder, ein Repair Bench, ein Research Table und eine Ölraffinerie. Unten im Puzzle erwarten euch vier NPCs. Um das Monument betreten zu können, benötigt ihr 10% Radioaktivitätsschutz. Die PvP-Gefahr ist hier hoch. Besonderen Loot, würde ich sagen, ist hier die Chinook Crate. Diese wird, wenn sie mal getroppt wird vom Chinook, ungefähr hier sein. Frequenzen gibt es hier keine. Lootmenge, wenn ihr alles gelootet habt, ist viel. Und Shops gibt es hier auch keine. Als erstes machen wir mal erstmal eine Puzzle, ne, bevor wir euch zeigen, wo der ganze Loot ist. Wir haben uns entschieden, hier vorne Hauptgebäude zu starten, von da aus zu laufen. Deswegen flitze ich jetzt mal runter zur Ete. So, hallo, hallo. Und würde sagen, wir beginnen jetzt. Also, Richtung Hauptgebäude laufen, durch den Schlitz hier durch, Treppe hoch. Und dann seht ihr dort die Tür. Die müsst ihr eintreten, wollte ich gerade sagen. Einmal rein und dann rechts rum. Gerade durch bis zum hinteren linken letzten Tür. Die öffnet ihr. Da gibt es dann eine Zeitschaltuhr und eine Fuse, die ihr reinsetzen müsst. Genau. Einmal umhaken, dann wieder raus. Die nächste Tür links wieder beim Schredder raus. Und dann lauft ihr in Richtung des LKWs. Am LKW vorbei. Zu diesem, ich sag mal, Elektropark hier. Mit den ganzen Umspannwerken und sowas. Da ist ein Loch, da springt ihr dann rein. Nehmt euch wieder eine Fackel mit oder eine Taschenlampe, weil jetzt wird ja dunkel. So, dann lauft ihr den Gang immer lang, bis ihr zu einer grünen Tür kommt. Da braucht ihr dann, ja, sinngemäß die grüne Karte. Einmal aktivieren. So, latscht dann direkt geradeaus weiter. Die Tür öffnen, da ist ein rotes Schild. Lauft ihr links lang. Wir haben die NPCs wieder weggemacht, damit wir alle euch zeigen können. Hier kommt dann wieder... ne, so ein Ding, wo ihr eine Fuse reinsetzen müsst. Damit aktiviert ihr die blauen Kartenraum. Zieht die blaue Karte durch. Und dann könnt ihr hier eure Sachen looten. Und nicht vergessen, hier ist die rote Karte. Wenn ihr das habt und den Raum gelootet habt, lauft ihr wieder durch die Tür raus. Und in die nächste geradezu. Das ist ein kleiner Knopf, ein roter. Hier. Da, einmal drücken. Fuse mitnehmen.
auch Views mal. Ja, gut, nicht vergessen. Vergesst eure Views nicht mitzunehmen. So, lauft den Gang immer weiter, bis ihr zu einer Leiter kommt. Nicht voran vorbeilaufen, sondern direkt dort raus. Dann seid ihr hier bei den Hangars. Lauft ihr dann durch die Hangars durch und versucht halt schnellstmöglich, kann ich euch zeigen, ne, einen Weg rauszufinden. Entweder ihr habt vielleicht hier ein Pferd stehen, könnt ihr das Pferd nehmen, raufspringen und hier rüber jumpen, oder ihr lauft halt zu diesem Loch, oder ihr lauft halt hier hinten zum Ausgang. Man kommt ja auch raus. Man kommt ja auch raus. Man kommt hier, ja gut. Oder ihr habt gute Sprungfähigkeiten, obwohl das sieht ziemlich easy aus sogar, ne? Mhm. Ja, guck mal. Das habe ich hier gar nicht bemerkt. Ja, und schon seid ihr raus hier. Und könnt euren Loot wegbringen. Hier haben wir mal eine Übersicht über die Loot-Location vom Airfield. Ihr seht, hier ist der Eingang vom der U-Bahn. Hier haben wir mehrere Tunnel, die ich euch markiert habe, wo er unten ins Puzzle kommt. Unten gibt es insgesamt 12 Kisten, davon sind aber 3 nicht im Puzzle, der Rest ist in den Puzzlen. Drüben bei dem Hangars, hier seht ihr, ne, keine Zahl, aber da 2, 3. Ne, also in Hangar 2 habt ihr nochmal einen Schredder. In jeweils einem Hangar findet ihr 2 Kisten, genauso wie eine Kiste jeweils auf den Türmen. Hier drin im Hauptgebäude findet ihr die ganzen Hilfsmittel, Research Table, Ölraffinerie, Repairbench und Schredder. So, und jetzt zeigen wir euch den ersten Loot ran, und zwar oberhalb des Airfields. Danach zeige ich euch noch ganz kurz unten, wo ein paar Lootkisten gibt, aber die fliege ich dann mit euch ab, da rennen wir nicht lang. So, wir fangen hier an beim Hauptgebäude wieder. Einmal erstmal wieder die Treppe hoch, dann durch die Tür, und gerade gegenüber ist noch eine Tür, da müsst ihr mal als erstes rein. So, da habt ihr die erste Kiste. Danach rennt ihr die Treppe hoch. So. Den Gang lang, dann wäre hier eine Tür und die nächste Kiste. So, dann die Tür wieder raus. Lauft ihr durch diese, ja, durch den Eingang, wo keine Tür ist. Oder ihr springt hier runter, könnt ihr euch aussuchen. Beides geht. Da wäre dann hier wieder eine Kiste. Wie gesagt, wenn ihr oben lang gelaufen wärt, dann hättet ihr hier oben, reingesprungen. Danach rennt ihr wieder raus und dann hier zum Schredder. Hier findet ihr einen Schredder, eine Research Table. Eine Repairbench und eine Ölraffinerie. Ein Research Table gibt es übrigens auch hier. Der wäre hier in diesem Raum. Falls ihr jetzt irgendwie sagt, Mensch, ich habe jetzt heute gefunden, weil ich unbedingt gleich erlernen will, bevor mir einer wegnimmt. So, danach wieder Richtung LKW laufen, den Weg vom Puzzle wieder zu diesem Strom gedönst. Hier, keine Ahnung, da findet ihr auch eine Kiste. Und zwar dort. So, wenn ihr die gelootet habt, rennt ihr zum ersten Turm. Den Turm da hinten könnt ihr euch sparen. Der ganz hinten links, da gibt es nichts drin. Da wird meist nur gecampt. Und auch in dem Turm vom Hauptgebäude. So, wenn ihr hier beim Turm seid, Tür auf. Oder wartet mal. Ja, am besten, weißt du was? Ich jumpe hoch, ich zeig denen das, dann brauchen die, du kannst schon mal zum nächsten Turm laufen. Dann brauchen die Leute nicht warten, bis wir oben sind. Also ihr lauft die Treppen hoch, 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 hoch. Zack, bis hier hin. Da habt ihr die erste Kiste. Danach rennt ihr wieder runter und rennt einmal quer übers Airfield. Ist zwar ein bisschen, ja, auch ja schon da, Junge. Vielleicht ein bisschen twiggy, damit, weil ihr halt Open Field seid, aber gut, so ist das nun mal. So, dann hier zu Turm 3. Da ebenfalls rein, Treppe hoch, und ganz oben wartet dann auf euch eine Kiste. Kann natürlich auch wieder eine grüne Kiste sein, ist unterschiedlich. Wenn ihr das gelootet habt, rennt ihr hier am Checkpoint vorbei. Checkpoint zu Hangar Nummer 3. So, da steht ein LKW drin. Da gibt es einmal hier eine Kiste. Und auch einmal hinter dem LKW eine Kiste. Und auch eine Tonne für Rohöl. Nehmt es ruhig mit. Öl kann man hier noch haben. So, danach da durch, genau. Zum mittleren Hangar. Da findet ihr unter anderem den zweiten Schredder. Hier wäre übrigens erstmal die erste Kiste. Hier hinten wäre die zweite Kiste. Und der Schredder ist hier in der Ecke versteckt. Kann man auch gut verteidigen, wenn man schreddert, genau, indem man da raufspringt zum Beispiel. Man hat einen Überblick auf die Rückseite und auch auf die Vorderseite. So, wenn ihr fertig seid damit, rennt er wieder raus aus dem Hangar. Und logischerweise zum nächsten Hangar. Hangar 1. Dort findet ihr auch 2 Kisten und ein paar Tonnen mit Rohöl. Einmal hier
Kiste 1 plus die Rohöl-Dinger. Und Kiste 2 wäre dann einmal hier durch und wäre hier vorne. So, dann könnt ihr gleich einen Hinterausgang nehmen, anstatt wieder vorne rumlaufen zu müssen, wo man euch sieht. Kann man auch sehr gut verteidigen hier. Ja, kann man auch verteidigen, ja. So, einmal durch den Hinterausgang in Richtung des letzten Turms. Wenn ihr natürlich sagt, euch reicht das, könnt ihr hier zum Beispiel gleich abhauen. Wenn ihr sagt, ich will das komplett einmal looten hier, dann wäre der Turm jetzt Turm Nummer 4 der letzte. Da geht ihr auch wieder hoch, Treppe hoch, zack, nächste Kiste. Und dann könntet ihr, wenn ihr wollt, halt nochmal diese paar Tonnen hier kloppen. Macht nicht wirklich Sinn, hält nur auf. Ich laufe da meistens immer vorbei. Und dann habt ihr hier zum Beispiel einen großen Riss. Ja, da steht schon ein Fluchtfahrzeug bereit. Zack, mit dem Fluchtfahrzeug einsteigen, je nachdem, ob ihr ein Pferd habt oder ein Auto oder wie Ether halt sich jetzt ein Heli hingestellt hat, und könnt ihr den Loot schnell und sicher wegbringen. Okay, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz den Lootrand unten herum, wo aber nicht wirklich viel ist. Also jetzt abgesehen vom Puzzle findet man hier 3 Kisten. Wir gehen hier auf die Seite in den Eingang rein. Ihr könnt natürlich jederzeit überall rein, ne? Aber ich habe mir jetzt mal für den entschieden. Folgt ihr den Tunnel. Geht aber immer einen Weg. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, auch hier rein. Aber ich gehe jetzt von aus, wie es am ungefährlichsten ist. Weil das ist ja direkt Open Field auf dem Airfield. Dann lauft ihr hier lang bis zu dieser Kreuzung. Es geht einmal nach unten und einmal hier in Sektor C. Ihr müsst dann rechts in den Sektor C rein und da warten dann 2 Kisten auf euch. Einmal hier, einmal da. Jetzt verschwindet das hier. Warum verschwindet das? So, genau. Lauft nochmal weiter den Weg. Ihr könnt von mir aus hier noch die ganzen Steine mitnehmen, die hier spawnen. Bis zu diesem Mineingang. Und da wäre auch nochmal eine Kiste. Alle anderen Kisten sind halt hier drinnen im Puzzle. Die müsst ihr natürlich looten, wenn ihr das Puzzle macht. Ich mache jetzt nochmal gesondert eine ganz kurze Aufnahme, wo ihr die ganzen Hilfsmittel findet. Zum Beispiel hier im Hauptgebäude findet ihr den größten Teil davon. Da fangen wir mal an, dass wir hier, wenn wir reingehen, in der Tür hier einen Research Table finden. Hier hätten wir dann einen Repair Bench, einen Schredder und eine Ölraffinerie. Und einen zweiten Schredder finden wir hier drüben in Hangar 2. Hier hinten auf der linken Seite. Nochmal ganz kurzer Tipp, wenn die Airfield Crate hier ist, na, und ihr sie aktiviert habt, dann versteckt euch hier in den Tower. Ihr habt den Überblick komplett von allen Seiten denn über das Airfield. Und sollte die Kiste schon aktiviert sein, dann schleicht euch von den Eingang hier rein in den Tower. Denn hier oben gibt es ein kleines Fenster, da habt ihr perfekten Blick auf die Crate. Heißt, wenn derjenige kommt, um zu looten, könnt ihr ihn wegholen. Genauso, wenn die wissen, dass ihr in diesem Tower seid, hier gibt es einen kleinen Schlitz. Wenn ihr da mit der Waffe direkt auf die Tür zielt, haben die auch keine Chance. Aber bedenkt, andersrum geht es genauso. Wenn die euren Fuß da sehen, dann können sie euch auch treffen. Aber, ich sag mal, der Vorteil ist bei euch, als Überraschungsmoment, wenn ihr hier durchguckt, schon mit der Waffe, also meistens überleben sie es nicht. Wenn ihr denen direkt 2, 3 Headshots gibt, dann habt ihr das Ding schon gewonnen.